Blub, blub, Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Divine Divinity. Irgendwann müssen wir auch mal die Hauptquest angehen, oder? Das werden wir auch nochmal machen. Aber nicht jetzt. Oh, guck mal, Logan ist da. Zuhoka am Morgen. Okay, hey Langfinger, ich kenne euer Spielchen. Gebt mir mein Geld zurück. Ach, er hat mir mein Geld gestohlen. Oder ich hole es mir selbst mit eurem Blut daran. In Ordnung, nehmt euer Geld wieder, aber lasst mich nur gehen. Penner, verschwindet. Du Arsch. Wie man mein Geld gestohlen hat. Deshalb habe ich kein Geld mehr gehabt. Ah, gucken wir jetzt mal wieder unsere Kohle. Mein Gott, der hat aber ganz schön was mitgenommen, ne? Hallo? Bitte nicht abschmieren. Ich mach nochmal ein Safe. Das ist aber nicht nett, wenn der uns einfach mal so unser Geld stiehlt, ne? Absolut unschön, sowas. Und er hat ganz schön was mitgenommen. Also, wir waren ja irgendwie 3000 haben uns gefehlt. 4000? 4000 Goldstücke. Der hat einen richtig schönen Langfingerzug gemacht, Mensch. Uns zu bestehlen. Okay, oh oh. Nein, bitte nicht. Wer bist du denn? Was haben wir denn da? Eine Landpomeranze mit einem Schwert. Ihr glaubt wohl eine Heldin zu sein, was? Habt ihr etwas gesagt, rostige Blechbüchse? Ihr müsst wahrlich Angst vor Verletzungen haben, nach all dem Metall zu urteilen, das ihr euch aufgeladen habt. Oder es gibt keinen Grund, einen solchen Ton anzuschlagen, mein Lieber. Machen wir mal ein bisschen auf verführerisch. Du liebe Güte, habe ich etwa stinkende bäuerliche Gefühle verletzt? Stinkenden bäuerlichen Gefühle verletzt, okay. Oh je, was für ein Wüstling ich doch bin. Das genügt, Sir. Wenn ihr darauf besteht, mich zu beleidigen, so bleibt mir keine andere Wahl, als mit Gewalt zu antworten. Nun denn, lasst uns noch einmal sehen, welche Farbe eure Eingeweide unter all diesem Blech haben. Ich habe kein Interesse an einem Kampf mit euch. Selbst wenn ihr mich als Feigling beschimpft, eure Worte berühren mich nicht im geringsten. Ja, wir machen mal ausweichen, wir wollen nicht töten. Ich denke mal, das wäre nicht gut gewesen, hätten wir gekillt, oder? Naja, aber hier sind noch Feinde und irgendwie hakt es gerade wieder. Ich weiß nicht warum, Leute. Wahrscheinlich Nachladeruckler oder so. Aber die Bienen mag es nicht so. Aber wir kriegen richtig gut Geld von denen. Mensch, Mensch. Das hätte ich gerne ein bisschen mehr noch. Okay. Ja, werden die töten können, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Er ist immerhin ein Ritter. Das kann man nicht so einfach machen. Wir sind von keinem Rang momentan. Okay, wir gehen jetzt aber die Quests abgeben. Wir haben zwei Quests abzugeben momentan. Und zwar Richard und die Verseuchung des Getreides. Das war also ein Ork und das können wir den Delabeas oder Delameas oder wie auch immer die heißen auch sagen. Ragnor. Hier ist ja nur Tom wichtig, der seine Viehdieb noch nicht gefunden hat und wir können ihm auch noch nicht damit helfen. Wir könnten hier mal ausruhen, aber das mache ich, wenn die Nacht anbricht. Hier ist ein Häschen. Kaninchen! Mein Kaninchen. Totes Kaninchen. Wir kriegen nur noch 30 XP davon, also ist es noch wert, finde ich. Ja, es tut mir leid, dass ich die Kaninchen töte, aber... ja. Ich könnte auch die Kühe töten, aber das mache ich nicht. Dahin müssen wir hin. Aber jetzt, wenn ich gerade schon mal hier bin, kann ich auch gerade noch das Gebiet hier aufdecken, dann sieht das hübscher aus. Schweinchen, oh, schade. Kaninchen hätte ich jetzt umgebracht. Kaninchen sind egal, Schweinchen leider nicht. Oder auch, gut so, weil... lecker Schweinchen. Nom nom nom. Okay, apropos, was mache ich mir heute eigentlich zu essen? Ha, ist natürlich auch sowas, ne? Was habt ihr denn heute gegessen, Leute? Was Leckeres? Ich hoffe doch, ich hoffe es doch. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich habe mich direkt ans Aufnehmen gesetzt. Ah ja, mache ich immer so auf leeren Magen, nimmt sich irgendwie besser auf, finde ich. Dann ist man nicht so träge, sondern ist man noch frisch. Und hat Hunger und so, egal. Passiert. So, ihr beiden, ich habe euch geholfen. Jetzt seid ihr hoffentlich wieder froh. Ich habe den Mistkerl... Achso, hört zu. Ich muss die Mast eines Ochsen überwachen und habe viel zu tun. Sagt mir, was ihr auf dem Herzen habt. Weil er mich nicht mehr so mag. Ich habe den Mistkerl gefunden, der die Ernte vergiftet hat. Es war ein Ork, der da drüben in einer kleinen Höhle wohnte. Hm, das ist seltsam. Oh mein Gott, wie geil. Und ruf hoch. Und der mag uns immer noch nicht, ne? Oh. Hm, das ist seltsam. Wie kommt ein einfacher Ork dazu, so etwas zu tun? Gift würden die doch nie anfassen. Orks können zwar ganz schön gewalttätig sein, besonders wenn sie etwas getrunken haben. Aber wenn sie nüchtern sind, haben sie so viel Ehre im Leib wie ein Elf von edler Geburt. Ich schätze, hier steckt mehr dahinter. Könnt ihr die Angelegenheit nicht noch etwas näher untersuchen? Ich habe das Gefühl, dass eine finstere Verschwörung dahinter steckt. Ich fand diesen Schlüssel bei dem Körper des Orks, der die Ernte vergiftet hat. Erkennt ihr ihn wieder? Nein, aber versucht doch herauszufinden, was sich damit öffnen lässt. Okay. Jetzt haben wir noch den Ring. Na. Aber wir sind immer noch gereizt, dammit. Also ich sollte nicht mehr stehlen, ich gebe es ja zu, Leute. Es tut mir leid. Okay.
Wo passt der Schlüssel? Huger bat mich, das Schloss zu suchen, auf das der Schlüssel passt, den ich bei Tipsigs Leiche gefunden habe. Das wird eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen hier. Aber auf jeden Fall, Leute. Mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, Richard war der Nächste. Das heißt, wir müssen einmal quer durchs, durch die Farmlande laufen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich hab's wieder mit eingesammelt, oder? Oh, gut. Da sollte man unbedingt drauf achten, sonst kommt man nie wieder an das Zeug ran. Dann muss man hier wieder durch die ganze Prärie rennen und das Ding suchen. Okay. Ah, oh, ich würde so gerne jetzt schon in die Abtei gehen, ne? Wenigstens mal reinschnuppern. Mal gucken. Ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Wir mal reinschauen. Wir sind aber immer noch nicht gestiegen. Wir sind immer noch Level 11, Leute. Wir haben so viel gemacht jetzt im letzten Part. Also viel geredet vor allem, aber, ne? Und dennoch ist noch nicht wirklich viel Neues dazugekommen. An Leveln. Da sind natürlich die Sachen, wo man einfach durch die Gegend rennt und irgendwelche Viecher tötet, einem einiges effektiver. Hier ist noch eine Ratte irgendwo. Ich würde gerne die Ratte töten, Richard. Was ist los? Oh, guck mal, das Fass. Da, 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 da. Oh. Och nö! Jetzt sind nur noch neutral 3. Ja, ja, danke. Ist doch kein Diebstahl, hier ist doch niemand. Ich finde, dieses Diebstahl ist. Okay, hier ist noch eine Ratte. Hallo, Ratte. Tot. So. Okay, Richard. Seid ihr übergeschnappt, wiederzukommen? Ich hoffe, dass niemand euch gesehen hat. Tod und Teufel, ich verkomme zu einem jämmerlichen Nervenbündel. Okay. Ich habe bereits Menschen mit Verfolgungswahn erlebt, aber ihr schießt weiter. Nee. Ich habe euren Freund Kriecher herausgefordert und mit ihm dasselbe getan, was er schon vielen anderen angetan hat. Der Antäter ist so tot wie ein Stockfisch. Ihr könnt euch entspannen, zumindest für eine Weile. Herrlich. Wow, geil. Bei den barmherzigen Göttern, dann habe ich ja gute Chancen, die kommende Woche noch mitzuerleben. Ich danke euch. Vielleicht habe ich sogar genügend Zeit, um zu verschwinden. Aber ich glaube kaum. Auf Janus' Befehl hin wird mich die Gilde der Attentäter durch ganz Rivellon und zurückjagen. Aber ihr habt mir ein wenig Zeit verschafft und dafür bin ich sehr dankbar. Ruhe in Frieden, aber Entschuldigung. Das ist mir so rausgerutscht. Was ich sagen wollte ist, viel Glück, mein Freund. Ihr habt die Fähigkeit zu überleben, hoffe ich jedenfalls. Oh, wie gut. Wir haben noch eine mitgegeben haben, du Arsch. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir helfen unserem Ruf nicht, wenn wir weiter stehlen. Deswegen lasse ich das lieber mal. Einen verängstigten Ritter helfen. In einem Stall in der Nähe versteckt sich ein Ritter. Ja, hab ich doch schon. Haben wir doch schon rumgedreht, Mensch. Die Charakterwerte brauchen wir nicht. Der Attentäter, ein Besiegter, Stufe 17. Der war aber nicht sehr stark. Haben wir gut platt gekriegt. Da war der Ork ja heftiger. Aufträge und... Ich hätte gern gefiltert. Okay, egal. Was soll's. Statistiken. So, was werden wir denn jetzt verbessern? Die Gewandtheit wäre gut. Oder die Stärke. Eigentlich auch die Intelligenz, ne? Lebenskraft. Na, Stärke sollte nur auf 20 sein, glaube ich. Ich muss gerade mal gucken, Leute. Sorry. Das müssen wir jetzt mal on the fly wieder machen. Da ist es doch. Stärke 30. Gewandtheit nur 20. Okay, nee, dann werden wir die Stärke erhöhen, weil ich will mehr tragen können. Definitiv. So, 5 auf Gewandtheit. Erstmal tragen. So, 500 zum Gewicht. Sehr gut. Und wir können jetzt unsere Fähigkeiten durchgucken. Das liebe ich. Der Energiekäfig, der ist sehr, sehr wichtig. Den brauchen wir auf jeden Fall für Bosskämpfe. Magische Kraft erhöht die Stärke. Nö. Ist doof. Brauchen wir nicht wirklich. Wir können Weisheit wieder leveln. Und Überlebensinstinkt. Oh mein Gott, wie geil. Überlebensinstinkt wäre super. Wahrer Blick. Wahrer Blick ist auch gut, weil sich dann keiner unsichtbar machen kann. Zumindest sofern er in unserem Blickfeld ist. Und sonst haben wir aber nicht viel. Dann können wir auch Armbrüste skillen, theoretisch. Kann ich denn... Nein, den kann ich mir noch nicht machen. Mist, da fehlen noch 2 Stufen. Ja gut, dann werden wir uns den Energiekäfig holen. Das tat gut. Dann... Genesung, nein. Genesung kann ich fast vollständig, ohne irgendwas reinzusetzen, skillen. Und das ist saugut. Das weiß ich nämlich noch. Da findet man viele Bücher. Weisheit werden wir skillen. Wie wunderbar. Und Überlebensinstinkt werden wir skillen. Denn Autoregeneration ist super. Eine Rate von 12. Also ein Lebenspunkt alle 12 Zeiteinheiten. Okay.
Ja, ist besser als nix. Ist besser als nix. Identifizieren wäre noch gut, ne? Aber wir haben nur noch drei. Insofern lasse ich das lieber. Und wir können auch kein Schlösser öffnen, mehr skillen momentan. Insofern heißt es wieder sparen, sparen, sparen. Hinterzunge brauche ich auch nicht. Bezaubern brauche ich auch nicht, weil dann dadurch werden die ja dauerhaft dagegen immun. Reparieren könnte man. Eigentlich wäre nur reparieren und Armbrust. Geschwindigkeit und Kraft eurer Angriffe mit der Armbrust. Erholungszeit um 1 und 10 plus 30. Sollen wir das machen, Leute? Ich weiß es nicht. Es wäre gut. Wir bräuchten so ein bisschen Skill damit. Bräuchten wir wirklich. Oh, sowas wie heilige Pfeile, ne? Spirituellen Schaden. Vergiftete Pfeile wäre auch nett. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich überleg's mir noch, Leute. Ich überleg's mir noch. Immerhin haben wir jetzt erstmal schon mal zwei Quests abgeschlossen. Das ist doch cool. Können mehr tragen. Sind ein Level aufgestiegen, haben bessere Werte overall. Ja, finde ich gut. Das ist cool. Leider haben wir noch nicht mehr Lebensenergie, aber ist ja nicht so schlimm. Aber wir regenerieren jetzt Lebensenergie. Was machen wir als nächstes? Dum, 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 dum. Wir können die Hauptquest weitermachen, aber ich würde erst gerne mal in die Abtei gehen. Wir machen die Hauptquest weiter, Leute. Hauptquest. Main Quest. Die wird nämlich noch schön, meine ich mich zu erinnern. Und sehr, ich weiß nicht, verworren könnte man, glaube ich, nicht sagen, aber. Wo ist es denn? Da ist Flussheim, ne? Da ist die Kaserne. Wir waren ja schon fast bei der Kaserne. Dann gehe ich hier unten rum und dann erkunden wir hier noch ein bisschen. Die Abtei lassen wir derweil noch ein bisschen. Ein bisschen ruhen. Die ist noch nicht so wichtig. Ach, das Spiel macht so einen Spaß. Ich bin so hin und her gerissen gerade zwischen Divine Divinity, Dark Souls und Crusader Kings. Crusader Kings 2. Das würde ich auch noch weiter, würde ich natürlich auch noch weitermachen, aber heute habe ich mich mal dafür entschieden, Divine Divinity weiterzumachen. Denn davon habe ich relativ wenig Parts momentan. So, dann können wir mal hier im Wald gucken. Wir streifen wieder durch den Wald. Und irgendwie, da ist eine Lichtung, aber da kommen wir nicht hin. Das ist ja komisch. Wir wissen, dass die Elfen im Süden sind. Also wenn wir denen begegnen wollen, müssen wir nur ganz weit südlich gehen. Das wollen wir aber noch nicht machen, denn ich meine, das ist noch ein bisschen heftig. Wir haben Brot und Früchte. Ja, die nehmen wir uns natürlich mit, weil wenn keiner die mehr haben will, bevor sie schlecht werden. Vielleicht sind die auch tot, diese Feuer. Das sieht verdächtig aus. Das sieht so nach so einem Feenkreis aus. Das speichern wir lieber mal vorher. Ihr wisst ja, Feenkreis ist nicht so gut in Sagen und Mythen. Magietrank. Oh, natürlich ein Ork. Hey, Ork. Und unsere Armbrust testen. Ja, sehr schön, so muss das sein. Und noch ein Magietrank. Jawohl, so muss das sein. Hier hat einer wohl eine Händlerkarawane überfallen. Wie sieht's aus mit unseren Tränken? 1919, genau so will Herrlich. ich's haben. Nee, gar nicht. 1719 Das war tat das. gut. Okay, machen wir mal Wie 10. wunderbar. 10 Rec-Tränke. Die einfach gut sind. Okay. Wir kommen immer noch zu dieser Lichtung irgendwie. Komisch. Ah, doch, anscheinend schon. Hä? Verstehe ich nicht, aber. Ach nee, da oben ist die Lichtung, ja, okay. Da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Ich denke mal, da ist da noch was. Mal gucken. Wir wollen jetzt erstmal nur hier den Weg zum Gasthaus. Ja, okay, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Das geht ja so gar nicht. Wir machen ja gar keinen Schaden. Und? 110. Ist das automatisches Update? Okay. Ich sehe noch keine Regenerationsrate. Immer noch 110. Ah, jetzt. Okay, das dauert also eine ganze Weile. 12 Zeiteinheiten sind eine Menge. Wahrscheinlich mehr als 12 Sekunden, oder? Weiß ich nicht. Aber könnte sein. Oh, da unten sind wieder Orks. Ja, wie ich sie doch höre, ne? Armbrustschützenduell! Wie seht, wenn ich hier Kenntnis der Kreaturen noch skillen würde, könnten wir eure Lebenspunkte sehen, aber generell ist das total unsinnig. Weil sobald wir eine der Kreaturen getötet haben, sehen wir die Lebenspunkte eh in unserem Kompendium. In unserem Monster-Kompendium. Oh mein Gott. Ja, wie keiner trifft, ne? Jetzt kommen andere dazu, jetzt muss ich schneller machen. Oh, One-Hits jetzt. Wow, geil. Und Bernstein. Das ist ja cool, man macht richtig viel Schaden mittlerweile. Gefällt mir. Okay, hier ist eine kaputte Hütte. Ach so, hier ist ja das Dorf. Ist das hier Flussheim, ist die Frage. Steckt eure Waffe weg. Entschuldigt. Siehst mir wie eine Zauberin aus. Kannst du was Essbares aus dem Nichts herbeizaubern? Hallo, was gibt's für Neuigkeiten? Durch die Kanalisation unter Flussheim und Verdistis kommt man an reichlich seltsame Orte. Es wird erzählt,
dass man sogar die Schatzkammer der Burg Eisenforst darüber erreichen kann. Oh, ich glaube, das ist sogar eine Quest. Ich würde mich da ja gerne ein wenig umsehen, aber ich bin nicht mehr der Kämpfer, der ich früher war. Und es gibt schreckliche Dinge in der Kanalisation. Arm und hungrig zu sein macht einen so schwach, dass man keine Kraft mehr hat, an der Armut und dem Hunger was zu verändern. Danke für deine Zeit. Wir sind also in Flussheim angekommen, Leute. Hier ist die Seuche am Laufen. Oh, Dorian. Ich glaube, der war wichtig. Oh, wisst ihr, warum die Pest so ultra grassiert ist in den Landen? Weil man gedacht hat, die Katzen bringen sie und haben sie getötet. Und dabei waren es die Ratten, die sie gebracht haben und die Katzen hätten daher helfen können. So übel, so übel. Hallo, Dorian. Almosen für einen Aussätzigen. Almosen für einen Aussätzigen. Könnt ihr ein paar Kupferlinge für einen Leprakranken erübrigen, gute Wanderin? Die Götter sind in barmherzigen Hold. Übrigens, Lepra ist auch nicht ansteckend. Oder nur sehr, sehr, sehr schwer ansteckend. Auch wenn es andere Sachen gibt, die man behauptet. Also zumindest über reinen Körperkontakt, also über Flüssigkeiten, ist es, glaube ich, ansteckend, aber sonst gar nicht. Und von daher, solange man eigentlich abschlabbert, das dürfte alles eigentlich okay sein. Du siehst nicht wirklich wie ein Leprakranker aus. Ein warmes Bad und ein paar saubere Gewänder und man könnte dich für den Herzog halten. Also ich wurde von einem sehr merkwürdigen Bettler angesteckt, der im Armenviertel von Flussheim lebt. Es ist eine seltene Art von Lepra, bei der man von innen nach außen verfault. Erst gestern fiel meine Bauchspeicheldrüse ab. Ehrlich? Ja, die kann nicht abfallen, aber okay, die ist innen. Vor allem bei Lepra verfault man eigentlich auch nicht wirklich, sondern das Nervensystem geht kaputt. Und dass man zum Beispiel kaputte Finger und sowas dann hat, das ist kein Verfaulen in dem Sinne, sondern das ist, weil man nichts mehr spürt. Dadurch verletzt man sich im Grunde selbst. Es ist sehr übel eigentlich, aber ja. Es ist im Grunde kein wirkliches Verfaulen, das ist ein Irrglaube. Soweit mir bekannt zumindest. Warum bettelt ihr? Habt ihr keine Familie, die sich um euch kümmert, Mensch? Bitte, Fremde, habt Mitleid mit mir. Mein Vater war ein Edelmann, dem das Schicksal nicht wohlgesonnen war. Und so stürzt sich der Feigling in sein eigenes Schwert. Meine Mutter war eine Hure und setzte mich aus. Ja, deswegen hat er sich vielleicht ein Schwert gestürzt, der Edelmann. Setzte mich aus, als ich wenig älter als ein Säugling war. Ich wuchs in der Gosse auf und hatte niemanden, der sich um mich kümmerte. Hast du was zum Handeln vielleicht? Dann gebe ich dir Geld. Du hast auf 54 Gold, Mensch. Was stellst du denn so an? Können wir ihm irgendwas abkaufen? Wir haben wieder so eine dumme Rüstung mit dabei, ne? Warum auch immer. Ja, guck mal, kriegst einen Bernstein dafür. Ist das nicht cool? Davon kannst du viel essen. Nom nom nom. Ja gut, du kriegst auch noch ein paar Früchte und ein bisschen Brot. Und ein schönes Stück Fleisch, komm. Guck mal, ist das nicht geil? Ja, ist geil. Das ist geil. Und hier, nehmt noch ein bisschen was. Ihr seid der netteste, verständnisvollste Mensch, dem ich in meinem jämmerlichen Dasein jemals begegnet bin. Habt Dank, vielen herzlichen Dank. Was habe ich ihm jetzt gegeben? Ja, also hier nicht so viel. Okay. Dafür plündere ich eure Häuser aus. Haha. Wasserkrug, gut verarbeiteter Besen. Oh, wir waren noch im Gasthaus noch nicht unten, ne? Ist natürlich doof. Da müssen wir nochmal rein gleich. Und hier geht's. Hier haben die auch noch Keller. Das sieht ja aus, als hätte hier ein stümperhafter Fleischer sein Werk verrichtet. Nun, dies scheint der Ort zu sein, an dem die gestohlenen Kühe gelandet sind. Jetzt lasst uns den Eigentümer dieses Schuppens finden. Aha, Leute, das wusste ich gar nicht. Wir haben gerade die gestohlenen Kühe wiedergefunden. Naja, gut, aber er hat sie gestohlen, um was zu essen zu haben. Insofern kann man sie wirklich verdenken bei dieser Seuche hier. Also, irgendwie finde ich nicht. So, mal gucken, ob wir den Eigentümer finden können. Das ist wahrscheinlich Dorian. Ich könnte das ganze Fleisch mitnehmen und verkaufen. Haben wir genug Platz? Wir hätten sogar genug Platz. So, ich nehme Fleisch mit. So, hier wird nicht gegessen. Hier wird nur gegessen, wenn ich es erlaube. So. Hoch. Okay, da speichern wir nochmal. Ich habe dir übrigens ein ganzes Fleisch geklaut. Ach so, und dein Ale nehme ich dir auch weg. Haha. Almosen wäre bedürftig. Oh, ihr seid es, werte Freundin. Das Leben ist nach wie vor hart, aber ich bin immer bereit, meinen Freunden zu helfen. Was kann ich für euch tun? Heda, ich habe in eurer Hütte ein paar nette Beweise gefunden, dass ihr der Kuhdieb seid. Verflucht sollt ihr sein! Ich stahl diesem verwarzten Farmer die Kühe, weil ich sonst verhungert wäre. Als ich vom Fluss hierher zog, dachte ich, hier würde es mir gut ergehen. Schlaraffenland und so. Aber hier ist das Leben ebenso hart wie auf der Straße. Härter sogar, da hier die Leute ihren Abfall nicht in die Gosse werfen, wie es sich gehört. Okay, das ist also nicht Flussheim. In einem Dunghaufen ist nun einmal keine Mahlzeit zu finden. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe es versucht. Oh. Aha, somit gesteht ihr also. Seid ihr nicht nur kaltherzig, sondern auch noch obendrein taub? Ja, ich habe die verdammten Kühe gestohlen. Seht euch um. Überall in diesem verfluchten Herzogtum sind Leute am Verhungern. Hätte ich kein Essen gestohlen, wäre ich bereits tot.
Ich werde euch nicht verraten, aber ihr solltet lieber ein wenig im Stehlen üben, denn ein schlechter Dieb ist allzu bald ein toter Dieb. Denkt also das nächste Mal dran, eure Spuren zu verwischen. Soll ich hier so auf Rechtschaffen eklig machen oder soll ich sagen, na gut, ich kann es verstehen. Ich habe ja schon angedeutet, ich kann es eigentlich verstehen. Also, aber ich weiß nicht, ich opfer damit die Quest im Grunde, ne? Aber vielleicht ist es hilfreich. Komm, machen wir. Ich kann eure Beweggründe verstehen, lassen wir das. Ist okay. Yay, Ruf plus 3, sehr schön. Wisst ihr, ich hörte, sie exekutieren Viehdiebe neuerdings. Okay. Ich wusste, ihr würdet eure Meinung ändern. Hört zu, werte Freundin, ich versuche nur Körper und Geist zusammenzuhalten für mich und die Leute dieser Gegend. Er ist jetzt freundlich, okay, und ich kann dir wieder dein Fleisch verkaufen. Ist das nicht toll? Guck mal hier, ganz viel lecker Fleisch. Das ist außerdem extrem schwer, deswegen will ich es ihm auch verkaufen. Dein Ale kann ich dir leider nicht zurückverkaufen, dafür hast du nicht mehr genug Geld. Ja, das tut mir leid. Und hier hast du noch ein bisschen Fleisch. Warte mal, wie viel haben wir? 5, das heißt, ich kann ihm noch 7 verkaufen. Ich brauch so viel nicht. So, oder warte mal, nee, du brauchst nicht nur Fleisch, du brauchst auch ein bisschen Obst, mein Freund. Hier, guck mal, ein paar Äpfel. Und noch ein gutes, schönes Stückchen Brot. Geil. Und noch ein paar Äpfel. Hier kriegst du noch 2. Zack. Danke dir für dein Gold. Super, wunderschön. Bis dann. Ja, da haben wir den Philipp gefunden, Leute. Und damit ist der Part auch schon wieder rum. Dieses schöne Dörfchen hier werden wir dann beim nächsten Mal erkunden, denke ich. Wir können ja gerade nochmal vorlesen. Sorry, ich bin ans Headset gekommen. Wer ist für die Missernte verantwortlich? Nein. Okay, das habe ich gerade weggemacht wahrscheinlich. Der Diebfass. Mehrere Kühe sind verschwunden. Bla bla. Ich habe herausgefunden, dass Dorian einer der Armen der Fleischdieb ist. Er spielt Robin Hood und verteilt das Fleisch an die Armen. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihn nicht verraten werde. Wurde nicht gelöst, deswegen. Aber wir haben 3 Ruf bekommen. Ich denke mal, wir hätten sonst weniger Ruf bekommen. Insofern finde ich das gut. Ist okay. Und wir haben ganz viel Erfahrung bekommen. Das ist es ja wert. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Und lasst mir doch ein paar Bewertungen und Kommentare da. Bis dann, Leute. Tschüss.